Mein Name ist Mona Aranea und ich bin Arbeitssoziologin, also Expertin für Klassenkampf. Und der Fall, den wir hier haben von Ulrike Gero, ist ja auch ein Stück weit ein Skandal des deutschen Arbeitsrechts, eine Kündigung ohne Abmahnung. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute hier einstehen, auch für die Einhaltung und Durchsetzung deutscher geltender Arbeitsgesetze, für die Einhaltung und Durchsetzung von Kündigungsregeln, vor allem aber für die Meinungsfreiheit, für die Wissenschaftsfreiheit und für das Recht, auch und gerade an deutschen Unis, freien Geistes, Regierungshandeln zu kritisieren und der Regierung und der Bundesregierung und den Regierungsparteien in Deutschland zu widersprechen. Das hat Ulrike Gero gemacht, das ist kein Verbrechen und dafür gehört sie nicht gekündigt, sondern dafür gehört sie weiter publiziert und weiter verbreitet und gehörig gelobt von ihrem Arbeitgeber, denn die Gedanken sind frei in Deutschland. Und dafür steht sie ein, das finde ich super. Ich möchte mich deshalb ganz herzlich bedanken, dass so viele Menschen hier sind und damit auch einstehen für deutsches Arbeitsrecht. Ich habe heute Morgen mal in dieses wundervolle kleine Büchlein geguckt, von Gabriele Gysi herausgegeben, die ja auch heute Morgen hier schon sprechen durfte und jetzt, glaube ich, hinter mir im Gerichtssaal des Arbeitsgerichtes ist und Ulrike den Rücken stärkt. Gabriele Gysi, Publizistin und Theaterregisseurin, hat ein Buch geschrieben über die Versuche der öffentlichen Hinrichtung Ulrike Geros. Das heißt, der Fall Ulrike Gero kostet 14 Euro und ist leicht zu lesen. Darin ist ja auch ein Kapitel von Christoph Löwenig über die Plagiatsvorwürfe gegen Ulrike Gero, wo er sie fundiert und einwandfrei als aus der Luft gegriffene Vorwürfe entlarvt. Das macht er sehr, sehr gut. Es ist aber auch ein Kapitel darin über von Soziologen über die zunehmende Repression der freien Meinungsäußerung in unseren Unis, über die Zunahme von Kündigungen von Professoren in Deutschland. Und es wird dort auch nochmal die ganze Kampagne, die mediale Kampagne gegen Professor Ulrike Gero aufgrund ihrer Kritik an deutschen Regierungshandeln, an deutscher Regierungspolitik, ihrer Kritik an der Maßnahmenpolitik, an der Pandemiepolitik und an der Kriegspolitik der deutschen Bundesregierung, wird diese Schmierenkampagne, die dagegen sie gelaufen ist, auch nochmal klar dargelegt und aufgezeigt, wie die funktioniert hat. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein Name nochmal aufgefallen, in dieser Schmierenkampagne, vor allem von April bis Oktober 2022, aber eigentlich bis heute anhaltend, gegen Professor Gero. Und das ist der Name, ich weiß nicht, dem einen oder anderen von euch sagt er vielleicht was, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Mutter Courage. Genau. Marie, Entschuldigung, sie ist gerade ein bisschen. Ja, man darf sie ja öffentlich als Brechmittel bezeichnen, ne? Übrigens, da gibt es ein Urteil, nur so. Sie hat dagegen geklagt und die Klage ist zurückgewiesen worden. Aber das nur am Rande. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich ja vor ein paar Tagen einen Namen gemacht, indem sie einen Gegendemonstranten gefragt hat, ob sein Arbeitgeber denn wisse, was er hier tut. Was ich auch furchtbar oder eigentlich sehr schön entlarvend fand, für meine Lieblings-Neoliberale, mal so ganz offen zu zeigen, wie das Lohnabhängigkeitsverhältnis der Menschen als kapitalistisches Herrschaftsinstrument taugt. Sie hat sich auch an der Kampagne gegen Professor Ulrike Gero beteiligt. Im Sommer 2022 hat sie getwittert, dass Ulrike Geros Forderungen nach Friedensverhandlungen in der Ukraine widerwärtig seien. Und sie forderte, Ulrike Gero solle keinen Lehrstuhl an der Uni Bonn haben. Dabei natürlich die Uni Bonn auf Twitter mit verlinkt, damit auch der Arbeitgeber sieht, wie sie das findet. Denn Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat damals getwittert, dass Ulrike Gero einen Lehrstuhl an der Uni Bonn innehabe, das sei irre. Nun, wir hier, die wir hier sind, wir sind anderer Meinung. Wir lassen uns nicht einschüchtern, auch weil wir das Beispiel von Professor Ulrike Gero sehen, weil sie uns Mut macht, weil sie vielen von uns auf der Straße die Slogans, die Stichworte gegeben haben, die uns ermutigt haben. Mit ihrem Buch Wer schweigt, stimmt zu. Wir haben hier Plakate gedruckt, Wer schweigt, stimmt zu. Wir haben diese Plakate bei maßnahmenkritischen Demos hochgehalten und wir haben gesagt, nein, wir schweigen nicht.
Wir sind nicht einverstanden mit der wissenschaftsfernen, demokratiefeindlichen, faschistoiden Pandemiepolitik in Deutschland. Wir sind dagegen aufgestanden und Ulrike Girosi hat sich getraut. Und dafür werden wir immer dankbar sein. Und deshalb auch jetzt, obwohl wir fast vor einem Jahr schon mal hier standen, stehen wir heute wieder hier. Weil wir lassen uns genauso wenig zermürben und vertreiben und in alle Winde zerstreuen, wie Ulrike Giro das mit ihrem Geist und ihrer Kraft zugelassen hat. Sie bleibt weiter standhaft und wir bleiben auch weiter standhaft. Und jetzt, in diesen Zeiten, wo unsere Bundesregierung uns kriegstüchtig machen will, wo unsere Bundesregierung, unsere Bundesbildungsministerin verstärkt die Bundeswehr in unsere Schulen schicken will, um unsere Kinder auf den Krieg vorzubereiten, wo man eine Kriegswirtschaft in Deutschland fordert, wo die CDU fordert, man müsse den Krieg stärker nach Russland tragen, da ist es jetzt umso wichtiger, dass wir die wenigen mutigen, aufrechten öffentlichen Intellektuellen schützen, die sagen Nein, Nein zu Waffenlieferungen, Nein zur Kriegseskalation, Ja zu Diplomatie, Nein zu Sanktionen, Ja zu Verhandlungen. Denn Waffen schaffen keinen Frieden. Deshalb schickt endlich Diplomaten statt Granaten. Auch da ist Ulrike Giro ein sehr großes Vorbild für uns. Und auch da bleiben wir fest an ihrer Seite stehen, damit unsere Bundesregierung, unsere Ampelpolitiker verstehen, wir wollen unsere Kinder nicht kriegstüchtig gemacht sehen. Unsere Kinder bitte nicht. Unsere Kinder bitte nicht. Hier einfach nur mit euch zusammenzustehen und zu singen. Das möchte ich gerne weitermachen. Es wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen ungemütlich mit dem Wetter, aber egal, ob wir hier mal mit 5 stehen, mal mit 100 stehen, mal mit 50 Leuten stehen, wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir wissen, dass wir viele sind. Wir sind gut vernetzt, wir sind gut organisiert, wir sind gut informiert, wir sind immer gut gelaunt und wir sehen gut aus dabei. Wir sind die außerparlamentarische Opposition. Wir stehen fest an der Seite von Professor Giro. Danke, dass ihr da seid. Ihr macht mir so viel Glück. Thank you.